Geduld brauchen momentan auch Länder, die Geschäfte mit Erdöl machen. In Afrika warten die Konzerne sehnsüchtig darauf, dass der Ölpreis wieder ansteigt. Das nachgewiesene Ölvorkommen Afrikas hat sich seit 1980 fast verdreifacht. Gerade Länder wie Nigeria, Angola oder Algerien sind auf Ölexporte dringend angewiesen. Und auch sonst setzen immer mehr afrikanische Staaten auf das schwarze Gold. Von den 50 größten Erdölproduzenten der Welt kommen mittlerweile 12 aus Afrika. Einer davon ist Ghana. Durch das Öl sollte dort einiges besser werden. Doch viele Hoffnungen wurden enttäuscht. Die Boote klarmachen zum Auslaufen. Sekondi Beach, eine Fischergemeinde an der Küste Ghanas. Viel ist es nicht, was sie nach Hause bringen werden. Der Fischfang läuft seit langem schlecht. Schuld, sagen sie hier, seien die Ölkonzerne, die vor 6 Jahren draußen vor der Küste mit dem Bohren begannen. Die Ölplattform ist nachts taghell erleuchtet. Das zieht alle Fische an, aber wir dürfen uns der Plattform nicht nähern. Unser Fang ist deshalb massiv eingebrochen. Früher sind die Boote hier alle morgens rausgefahren. Jetzt liegen sie nur noch nutzlos am Strand. 9 Jahre ist es her, da entdeckten die Konzerne Ölfelder vor der Küste. Die Regierung versprach hunderttausende Jobs, weckte riesige Hoffnungen. Vor allen Dingen Jugendliche sollten gut bezahlte Arbeit finden. Entstanden sind bislang nur mickrige 7.000 Stellen. Und das, obwohl die nationalen Ölkonzerne lange gut verdienten. Doch die fetten Jahre seien nun vorbei, klagen sie bei der Nationalen Erdölkommission, die Ghanas Ölförderung koordiniert. Das Einknicken des Ölpreises von $100 auf Tiefstände von $30 pro Barrel trifft uns hart. Im vergangenen Jahr sind nicht 1 Milliarde US-Dollar in unsere Staatskassen geflossen, so wie 2014, sondern nur noch bescheidene 20 Millionen. Die Folgen sind dramatisch. Ein großer Teil der Öleinnahmen soll eigentlich in die Entwicklung der Landwirtschaft fließen, so ein Abkommen der Länder der Afrikanischen Union. Nun aber bleibt die Unterstützung durch den Staat aus und Ghanas Agrarsektor, von dem so viele Menschen leben, kommt nicht voran. 2014 investierte die Regierung über ein Viertel der Öleinnahmen in die Landwirtschaft. 2015 wurde das auf 3% reduziert. Erst also ein Jahr mit sehr hoher, dann ein Jahr mit extrem niedriger Förderung. Wir haben keine Kontinuität. Außerdem ist vieles völlig falsch geplant. Die Produktivität leidet. Das Wachstum im Agrarsektor betrug zuletzt gerade mal 0,04%. Ölpreisverfall und Misswirtschaft. Beides hat auch die Ölstadt Takoradi getroffen. Wie eine Boomtown sieht sie nicht gerade aus. Vor allen Dingen junge Menschen vom Land zogen hierher, hofften auf Arbeit. Sogenannte Oil Schools boten teure Trainings für die Arbeit auf einer Ölplattform an. Unseriöse Angebote, Abzocke, wie sich herausstellte. Arbeit bekamen nur die wenigsten. Die Menschen merken mittlerweile, dass es mit Öl nicht anders läuft als damals mit Gold. Seit 180 Jahren fördern wir hier in der Region Gold. Doch in den Städten sieht man überhaupt nichts davon. Die Ghanaer fürchten also, dass die Ölstory so verlaufen wird wie die Goldstory. Und die war keine gute. Zumindest die Bahnstation von Takoradi wird saniert und ist Aushängeschild für die Investitionen der Petrodollars. Verhältnismäßig gut lief es auch für SeaWorld Engineering, ein Zulieferunternehmen für die Ölindustrie, 2007 gegründet, mittlerweile mit Niederlassungen in 13 Ländern. Spezialisten für die Ölplattformen werden hier geschult, zum Beispiel für die richtige Reinigung von Tanks. Jeder Handgriff muss sitzen, SeaWorld Engineering erhält ständig Bewerbungen, kann aber derzeit kaum neue Leute einstellen. Ich habe Freunde und Kollegen, die auch gerne in der Branche arbeiten würden. Aber im Moment hier eine Arbeit zu bekommen, ist nicht einfach. Die jungen Leute möchten alle in der Ölindustrie arbeiten, weil das Geld einfach gut ist. Immerhin, Entlassungen hat es bei SeaWorld noch nicht gegeben. Irgendwie werde man die Ölpreiskrise schon überstehen, sagen sie hier. Uns war von Anfang an klar, dass der Ölpreis nicht ewig hoch bleiben würde. Darauf haben wir uns eingestellt.
So we got to gear ourselves, we prepare ourselves. Und die Menschen in den Dörfern? Viele hatten vergeblich auf Arbeit bei einem der Ölunternehmen gehofft. Und nun bleiben auch noch die Fische aus. Das Schicksal meint es wahrlich nicht gut mit den Fischern von Sekondi Beach.